Aldemar HD. Toll. Los, meine lieben Affen! Trinkt in vollen Zügen! Wir haben Schlangeneier gegessen, das war nicht so gut. Sehr schön, alle Mann essen und trinken. So, hey Leute, willkommen zurück und wir spielen weiter. Und zwar gehen wir jetzt schlafen und dann gehen wir auf Odyssee. Wir suchen uns ein neues Zuhause. Schon wieder. Ich überlege, ob ich durch die Höhle gehen soll, wenn das jetzt überhaupt geht. Das haben wir immer noch nicht probiert, glaube ich. Schlafen. So, alle Mann schlafen. Und dann geht's zur Suche eines neuen Zuhauses. Und dann werden wir da einen neuen Generationswechsel machen. Ich glaube, bis dahin haben wir genug Neuronen entdeckt, die wir bis dahin dann... Ich würde sagen, wir gehen früh los, oder? So, 4 Uhr. Bam. Alle Mann aufstehen. Es geht los. Kurz Expedition beenden. Und alle Mann essen. Schachtelhalme, wenn es geht. Es regnet. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber wir gehen jetzt trotzdem los. Wir suchen im Regen jetzt ein neues Zuhause. Aber wir können ja hier ganz viel... Oh, wir können ja auch einfach rote Blätter suchen. Das sollte auch reichen. So. Ich hole mir einen neuen Stock. Ach so, genau, stimmt. Müssen das mitnehmen. Ich habe ja leider nicht mehr so viel Stöcke. Das ist das Problem. Dann... Nimm du einfach den Meteoriten und das mit. Oder so, das ist auch gut. Dann nimmt der kleine Mann hier den mit. Den haben wir schon. Er hat jetzt... Nimmt jetzt 2 Steine mit. Oh, das ist auch gut. Nimm mir das so. Opa, komm mal her. Opa Nummer 2. Du nimmst jetzt mal hier... So. Ich hoffe, alle kommen mit. So, hoffentlich kommen alle mit. Bitte, bitte. So, los geht's. Durch die Höhle. Okay, so, jetzt haben wir alles probiert. Wer jetzt zurückbleibt, ist blöd. Hauptsache, wir nehmen die Babys mit. Die sind nämlich 1 und Nummer 2. Wo ist Nummer 2? Jetzt gehen wir mal kurz hier durch. Da waren ja so viele Spinnen, aber wir können auch einfach da durchgehen. Ein paar Pilze essen. Ja, ich sehe alle Babys. Okay. Bitte lasst euch nicht alle von den Spinnen kaputt beißen. Es sei denn, wir haben keinen anderen Ausgang hier. Das wäre natürlich echt blöd. Oh, das ist wieder hell. Ich nehme alles zurück. Was ist das denn da? Ist das ein Tausendfüßler? Es ist ein Tausendfüßler. Das sind Skorpione. Scheiße. Alter! Mittlerer Meereskobler. Boah, den... Ah, da ist das krass, das Vieh. Alle, was essen? Los! Schnell, bevor er wieder kommt. Ich will ihn unbedingt töten.
Meereskobler Plotikus. Wo ist er? Riesentausendfüßler. Mann, ey, hässlich. Ich hab mir schon sowas gedacht, als er da lag, aber da ist er wieder. Wow, er rollt sich rüber. Er ist drauf. Wow, ja. Das ist das Hinterteil. Auf dem ist er, glaube ich, umgesprungen. Ne, war der Vorderteil. Sehr cool. So, wer hat den... Oh, jetzt müssen wir schnuppern. Wer von euch hat denn einen Stein zum draufhauen? Ja, hier. Dann hauen wir mal ein bisschen. Bin gespannt, was wir dafür kriegen. Können wir uns eine 1000-Füßer Chitinbrüstung bauen? Hast du Hunger? Oh, er ist wahrscheinlich vergiftet. Oh, das ist nicht so gut. Komm, wir essen ein bisschen 1000-Füßler. Komm, alle 1000-Füßler essen. Sehr gut. So muss das sein. So, wir müssen nach da. Los geht's. Wir brauchen eine Wasserquelle, Leute. Vielleicht nur kurz ein paar Blätter essen. Oh, das hat auch geholfen. Ja, ja, wir gehen jetzt was essen, keine Sorge. Okay, so, los geht's. Hier war ich auch schon mal, aber, wir sind nur schon zwei, dreimal lang gelaufen, glaube ich. Oh, ist hier ein anderer Affe? Oh nein, ist kein Affe! Es ist aber was Böses! So schnell weiter, Leute. Wir brauchen unbedingt noch mal ein Stöcke. Ist nur ein Stein. Ich weiß ja nicht, wie gut das da ist, mit Steinen gegen so ein Ding zu kämpfen. Toll. Er kommt, er kommt. Er will wieder schlafen. Okay, jetzt will er angreifen. Er will eigentlich nur schlafen, der Arme. Oh, da ist schon... Nee, es hat nicht schon wieder auf diese Insel abgestürzt. Das wär's ja. Willkommen, Wasserquellen. Oh, eine Schnecke.
essbar. Das muss... Ich meine, gekocht, ja, okay. Weinbergschnecken sind schon nicht schlecht zu essen. Oh, das ist gut gegen Gift. Oh, das habe ich vergessen. Oh, hier. Wir haben auch den Haustein. Komm, jetzt direkt noch mal ein paar neue Speere machen. Geht's euch nicht gut? Ich vermute nicht. Aber das ist nur eine Vermutung. Man weiß ja nie, ob die jetzt vor dem Tode nahe sind oder simulieren. Etepetete Affen. So, los geht's. Ich hoffe, es kommen alle mit. Jetzt muss ich die suchen. Das haben nicht alle gegessen. Das ist halt immer blöd. Okay, da ist unser Baum. Upsi. Upsi, dupsi. Gut, dass ich mich nicht um die anderen kümmern muss, die wenn... Oh, okay, okay, das ist ja normal. Wollte gerade sagen. Wir klettern schon mal rüber. Nein! Oh, shit! Oh, schwimm an Land! Oh, Gott! Oh! Oh, Gott! Oh! Jesus Maria. Warum können wir hier nichts sehen? Warum ist hier nichts? Oh. Da oben war das Entdeckungsgebiet. Oh. Da sind wir runtergefallen von. Hier ist Essen, Leute. Von da oben hätte ich das machen müssen, oder? Boah, hab ich ein Schwein? Boah, ich bin so tief gefallen, ne? So komme ich da nicht wieder hin. Ich müsste da nochmal hoch oder da nochmal hoch. Ich weiß generell nicht, wie ich hier von diesem Berg runterkomme. Müssten im Wasserfall hier nochmal runter, glaube ich.
Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Boah. Jus Maria. Und dann auch darüber über auf die andere Seite kommen. Sind wir schon wieder ziemlich fritte. Wir schaffen das schon. Los, meine kleinen, tapferen Äffchen. Ist noch weiter hoch, ey. Ob ich das schaffe, jetzt nochmal da hoch zu klettern. Aber ich muss. Wow. Guck mal, cool. Oh, ist das eine Oase? Unterm Wasserfall? Hier können wir unser Lager erstmal nochmal aufschlagen. Müssen wir sowieso übernachten. Setz hier, very nice hier. Großer See, unter den Fällen. Oase, ja. Ein bisschen gefährlich für die Kinder hier zum Spielen. Aber schön. Wunderbar. So, dann mal los. Bisschen laut hier, aber... Aber hier ist echt saftig. Guck mal, ich brauche nur zwei Blätter. Sieht man direkt hier nach, ne? Oh Gott sei Dank. Alle Mann essen, fassen! Und trinken! Es sei denn, man wird hier direkt weggespült. Das wäre dann, wäre das Trinken hier nicht so toll. Ah, doch, das geht. Oh, jetzt sind wir auch müde. Wir müssen halt trinken. Die ganzen Affen müssen... Ist echt cool hier, ne? Wow. Hier drunter hätten sie aber stilles Wasser machen können. Na gut, still ist es ja nicht unbedingt. Guck mal, ihr guckt das Wasser nur an. So, dann wollen wir mal noch ein paar Bettchen bauen. Weil man weiß ja nie, ob wir die Oase irgendwann nochmal brauchen. Also, ne? Schön viel machen. Irgendwann ist man bestimmt nochmal hier. Manchmal machen wir ja Evolutionssprung. Dann kann das sein, dass man woanders ist. Lieber ein paar Betten hin. Komm, wir machen jetzt mal hier Evolution, nicht Evolution, sondern doch ja, Evolution, ein paar Synapsen. So, jetzt gucken wir mal. Aufrecht gehen haben wir leider nicht weiter was. Oder doch hier? Nee, das ist... Dingensbums, Stärke kontrollieren.
Wie sieht's denn aus, wenn wir dahin gehen? Wir haben hier 1, 2, 3. Dann haben wir jetzt noch 3. Wir hatten mal mehr, wir hatten noch mal... Weiß auch nicht warum. Oh, dann haben wir hier noch Formenerkennung. Das ist halt Sinne. Rückzugsreaktion. Können wir machen mal hier bei Essen. Mal hier. Sehr schön. Toxinimmunität. Das müssen wir halt auch irgendwann mal machen. Ich muss die halt verbinden, damit die beim nächsten Mal wieder da sind und ich die neu verbinden muss, ne? Geht aber nichts mehr. Doch. Ausweichmanöver. Archie, komm her. Upsa. Ups. Der Archie will mitmachen. So. Der liegt immer jetzt seitlich von meinem Stuhl. Ich habe hier so eine Decke und hat da so eine Seitentasche. Liegt da drin. Ne, wie so ein Känguru-Baby. Leckerchen. Du bist auch mal ein kleines Äffchen, Archie. Ne? Meine Güte, es ist halt immer jetzt das... Die ganzen verbinden. Das ist aber auch ziemlich starkes Neuroni, oder? Rückzugsreaktion. Geschwindigkeit 1. Maximiert. Vielleicht gehen wir doch weiter auf den Angriff und ausweichen. Perk. Sollten wir mal. Ah, hier oben haben wir dann noch die ganzen, die Bausachen. Dass es immer so lange dauert. Tragfähigkeit hätte ich auch mal endlich mal machen sollen. Ach, Bewegungsgeschwindigkeit. Beim Tragen. Stärkere Kontrollen. Okay, das war's. Das Problem ist, irgendwann werde ich doch bestimmt... Ach komm, mach eine Tragefähigkeit. Scheiß drauf. Okay. So, entweder suche ich jetzt einen neuen Affen für unsere Kolonie. Oder wir machen jetzt Generationswechsel und machen es dann. Dann machen wir jetzt Generationswechsel, Leute. Und damit hören wir dann auch bei dieser Folge. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein.